Wäre ja auch blöd, wenn man dann sagt, so, ja, du kannst ein Leben retten, aber nee, dann so aber nicht. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Heute bei uns zu Gast Timon alias Klängern. Yeah. Wow, Klängern in meinem Loft. Wie geht's dir? Gut. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total auf diesen Talk heute. Weißt du denn schon, wen du heute kennenlernst? Bisher noch nicht, ne. Oh gut. Dann habe ich jemanden ganz Besonderes für dich heute. Du lernst einen sehr engagierten jungen Mann kennen. Okay. Henry hat sich schon mit 17 Jahren für die Spenderkartei registriert. Und mit 18 wurde er tatsächlich als Spender gebraucht. Allein das zollt uns krass Respekt ab, oder Klängern? Ja, das stimmt, ja. Aber Henry macht für die DKMS auch Aufklärungsarbeit an Schulen und hat jetzt sogar sein Medizinstudium begonnen. Meet Henry Leinfelder. Hi. Moin, Timon. Moin. Herzlich willkommen. Du hast es gehört, Ivy hatte dich aufgeklärt. Wir sprechen heute unter anderem über die DKMS und ich durfte tatsächlich letztes Jahr schon Stammzellen spenden. Deswegen meine erste Frage, bist du auch schon registriert? Ich habe schon Angst vor der Frage gehabt. Bisher noch nicht, nee. Also ich hatte schon mehrmals tatsächlich drüber nachgedacht. Deshalb freue ich mich auch, dass wir hier zusammen heute sitzen können. Hab's aber im Gegensatz zum Beispiel Organspendeausweis noch nicht gemacht. Aber die Idee war schon länger da. Und ich hoffe, dass du mir ein bisschen was darüber erzählen kannst. Man muss dazu sagen, ich habe mich damals auch eher durch Zufall registriert. Deswegen habe ich da absolutes Verständnis für, wenn man es noch nicht getan hat. Ja, ich hatte ja schon gehört, dass du dich mit 17 registriert hast, obwohl es eigentlich noch gar nicht erlaubt wäre. Also man darf sich eigentlich erst mit 18 anmelden, oder? Man darf sich mit 17 schon registrieren bei der DKMS, wird aber erst mit 18 in den internationalen Spendesuchlauf aufgenommen. Also erst mit der Volljährigkeit steht man theoretisch Blutkrebspatientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung. Mhm. Und deswegen durfte ich mich auch schon mit 17 registrieren, musste aber noch bis zum 18. Geburtstag warten, bis ich tatsächlich aufgenommen wurde. Also wenn man sich anmelden würde, würde man nicht nur innerhalb Deutschlands gucken, sondern wirklich weltweit? Genau, es ist eine internationale Datei, das heißt, auf der ganzen Welt können Blutkrebspatientinnen und Patienten deine Stammzellen empfangen. Manche Länder sind ein bisschen wahrscheinlicher, aber grundsätzlich steht die ganze Welt für eine Spende offen. Okay, und du hast dann relativ zeitnah, glaube ich, auch gespendet, ne? Genau, nach meinem 18. Geburtstag hat es nämlich nur 42 Tage gedauert, also wirklich nur exakt 6 Wochen, bis ich die Nachricht von der DKMS bekommen habe, dass ich für eine Spende in Frage komme. Das heißt noch nicht, dass ich wirklich spenden darf, sondern bedeutet erstmal nur, die genetischen Merkmale sind ähnlich zu der Person, die gerade Stammzellen benötigt. Um genau festzustellen, ob ich tatsächlich ein perfektes Match war, musste ich anschließend nach dieser Nachricht noch einmal Blut zur DKMS schicken. Das Blut wurde im Labor genauer analysiert. Und erst als klar war, dass ich tatsächlich das dringend gesuchte perfekte Match bin und eine exakte Übereinstimmung mit den genetischen Merkmalen meiner Empfängerin hatte oder habe, durfte ich dann auch spenden. Okay, war die aus Deutschland oder kam die jetzt von internationalen? Meine Empfängerin kommt aus Deutschland, wobei tatsächlich 3/4 der Spenden nicht in Deutschland bleiben, sondern ins Ausland gehen. Also du hast sie bisher auch noch nicht getroffen oder so? Nee, meine Spende, die ist jetzt gerade fast ein Jahr erst her. Im September 2020 durfte ich spenden und anschließend ist man erstmal für 2 Jahre für die Empfängerin oder den Empfänger reserviert. Oh, okay. Das heißt, man darf die Person in dieser Zeit nicht kennenlernen, weil Blutkrebs natürlich unberechenbar ist und sich jederzeit zurückmelden kann. Und falls noch eine zweite, erneute Spende notwendig werden sollte, dann soll man die Person in der Zwischenzeit nicht kennengelernt haben und zum Beispiel feststellen, die vertritt ganz andere politische Ansichten als ich oder ist mir einfach grundunsympathisch. Und damit man dann eine erneute Entscheidung für die Spende nicht von den Sympathien abhängig macht, sondern wirklich rein von der Frage, möchte ich nochmal versuchen, ein Menschenleben zu retten oder nicht, dafür gibt es diese Sperrfrist. Klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ja auch das große Problem bei der Spende, weil wenn du jetzt Blut spenden gehen willst, so, dann spendest du halt Blut, was irgendwo eingesetzt wird. Und wenn du halt nicht spendest, dann gibt es hoffentlich jemand anderen. Aber ich glaube, hierbei ist es ja wirklich der Fall, dass man gucken muss, dass diese genetische Übereinstimmung so gering ist, dass man auf der ganzen Welt irgendwie schauen muss, überhaupt jemanden zu finden, oder? Richtig, genau. Und deswegen kann so eine ganz kleine und vermeintlich unbedeutende Entscheidung auch schon dazu führen, dass am Ende der Mensch stirbt, dem man sonst hätte das Leben retten können. Ivy, könntest du uns denn sagen, wie realistisch das ist an Wahrscheinlichkeit, dass meine Spende passen würde bei irgendwem? Ich hing so an euren Lippen, aber ich beantworte dir die Frage natürlich gern.
Die Wahrscheinlichkeit, als Stammzellenspenderin in Frage zu kommen, liegt bei ca. 1%. Okay, also ich könnte mich anmelden und 10 Jahre warten und es würde höchstwahrscheinlich nichts passieren. Das ist richtig. Auf der anderen Seite bedeutet das nichts anderes, als dass es deinem genetischen Zwillingsbruder oder der genetischen Zwillingsschwester gut geht. Dass sie keinen Blutkrebs hat, dass er keinen Blutkrebs hat. Und damit kann man sich das Ganze vielleicht ein bisschen schöner reden, wobei Gesundheit ja das wichtigste Gut ist. Das stimmt. Also wünsche ich dem oder ihr auf jeden Fall auch, dass es sehr gut geht. Und deswegen, hat das auch mit dem Alter zu tun oder überhaupt nicht? Ist das vollkommen egal? Das Alter spielt deshalb eine Rolle, weil junge Menschen in aller Regel noch deutlich gesünder sind als ältere Spenderinnen und Spender. Also deshalb werden vor allem jüngere Menschen für eine Spende in Erwägung gezogen. Und wir können mal Ivy fragen, warum vor allem junge Männer für eine Spende interessant sind. Wie du schon richtig erwähnt hast, liegt das vor allem daran, dass junge Menschen tendenziell gesünder sind. Der Fokus auf die Herren der Schöpfung kommt unter anderem daher, dass es mehr männliche Blutkrebspatienten gibt. Bei denen helfen meistens die Stammzellen von männlichen Spendern besser. Außerdem wiegen Männer im Schnitt mehr als Frauen. Ich sag ja immer, mehr Körper bedeutet auch mehr Stammzellen. Da haben wir die Antwort, was natürlich nicht die Frauen davon abhalten soll, sich zu registrieren, weil in aller Regel sind Spenderinnen und Spender für eine Person ein sehr seltenes Gut. Und wenn man jemanden findet, ist das wie ein Sechser im Lotto. Man hört ja immer ganz viel über so eine Stammzellspende, aber kann sich jetzt nicht unbedingt was darunter vorstellen. Hast du irgendwas schon mal über eine Stammzellspende gehört? Vielleicht irgendwelche Mythen, die unbedingt heute aus dem Weg geräumt werden müssen? Also ich habe persönlich gehört, dass es irgendwie verschiedene Formen geben soll. Was sich in die Quere kommt, sind zum einen die Stammzellspende und die Knochenmarkspende. Mhm. Ich glaube, das ist auch das hartnäckigste Gerücht überhaupt, was es zu dem Thema gibt, dass eine Stammzellspende das gleiche wie eine Knochenmarkspende ist und dass man dafür am Rückenmark operiert wird, einem da ganz grausam Rückenmark entnommen wird. Mit so einer sehr großen Spritze zieht man dann das Rückenmark aus dem Rücken raus. Ja. Genau, und das ist natürlich, nicht natürlich, aber es ist tatsächlich kompletter Quatsch, also das stimmt nicht. Okay. Eine Stammzellspende ist nämlich in den meisten Fällen keine Operation und befindet sich auch nicht oder wird nicht am Rücken vorgenommen, sondern an den Arm. Also im Grunde ist eine Stammzellspende eine Blutwäsche. So war es bei mir zumindest. Also in 80% der Fällen wird erstmal die Apherese oder die periphere Stammzellentnahme angewandt. Man kriegt auf der einen Seite einen Zugang und auf der anderen Seite. Und aus dem linken Arm wird das Blut entnommen, geht in eine Zentrifuge, wo das Blut geschleudert und in die einzelnen Bestandteile aufgespalten wird, sodass die Stammzellen separat entnommen werden können. Und dann geht das restliche Blut ohne die Stammzellen in den rechten Arm zurück in den Körper. Also eigentlich habe ich genauso viel Blut wie vorher im Körper drin, nur die Stammzellen sind halt raus. Genau, Blut minus Stammzellen. Okay. Und das sind dann 300 bis 500 Milliliter an Stammzellen, die entnommen werden. Und der Körper hat aber keinen wirklichen Nachteil von dieser Spende. Im Grunde keinen Nachteil, denn die Stammzellen, die fehlen dir danach nicht mehr, sondern du sorgst vor der Spende dafür, dass du mehr Stammzellen im Körper hast, die dir dann gefahrlos entnommen werden können. Okay. Und dafür muss man 5 Tage vor der Spende beginnen, sich ein Medikament selbst zu verabreichen. Spritzt man das oder schluckt man das oder in Zäpfchenform? Ja, man spritzt es sich tatsächlich, denn in diesem Medikament befindet sich der Wachstumsfaktor GCSF. Und der sorgt dafür, dass im Körper mehr Stammzellen produziert werden. Ja, ich hatte das nämlich mal gehört, dass man irgendwie auch so eine Bohrung oder so im Becken oder so machen würde. Aber wenn du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall, dann ist... Da kommen wir jetzt zu. Ich habe gerade die periphere Stammzellennahme erklärt, die in 80% der Fälle und auch bei mir angewandt wurde. Also das ist die angenehmere von beiden auf jeden Fall. Nee, das würde ich gar nicht sagen. Es ist die häufigere Stammzellentnahme. Und die Knochenmarkentnahme, das ist es dann die Entnahmeart, die in 20% der Fälle angewandt wird, bei der handelt es sich dann wirklich um eine Operation. Die Knochenmarkentnahme ist aber ein minimalinvasiver Eingriff. Also ein Eingriff mit einem ganz, ganz kleinen Schnitt, der gemacht wird, und zwar hinten auch einmal am Rücken, dann anschließend in einer sehr unkomplizierten, meistens unter einer Stunde dauernden Operation ein kleines Knochenmark- oder Stammzellblutgemisch entnehmen zu können. Während der Entnahme ist man aber natürlich in Vollnarkose und bekommt gar nichts mit. Also hat man eigentlich die beste Zeit seines Lebens, einen ganz tiefen, erholsamen Schlaf und wacht dann auf und dann ist die Spende schon vorbei. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass die periphere Stammzellentnahme angenehmer ist. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen die Vorstellung von Nadeln im Arm nicht so schön finden.
Die meisten Menschen waren schon mal bei einer Blutabnahme wahrscheinlich und man muss das manchmal ertragen. Aber vielleicht finden manche Menschen sogar eine kleine, entspannte Operation besser. Das kann schon sein. Kann man gut schlafen auf jeden Fall. Definitiv. Und wie lange dauert diese Transfusion, wenn ich sage, das läuft darüber? Oder wie entscheidet sich eigentlich, was gemacht wird? Die Entscheidung, die wird in aller Regel von den behandelnden Ärzten getroffen, von der Patientin oder dem Patient, weil für manche PatientInnen bestimmte Entnahmeverfahren besser geeignet sind. Wenn du eine Entnahmeart komplett ablehnst, dann kann in manchen Fällen auch darauf Rücksicht genommen werden. Aber am besten ist, wenn du dich registrierst, dass du erstmal für beide Entnahmeverfahren zur Verfügung stehst und vor allem weißt, dass sie existieren. Wäre ja auch blöd, wenn man dann sagt, so, ja, du kannst ein Leben retten, aber nee, dann so aber nicht. Wie war das denn dann bei dir? Weil ich denke natürlich immer drüber nach, so okay, das wäre natürlich, also es gibt wenig, was für mich dagegen sprechen sollte, weil ich mir denke, okay, wenn ich in der Position wäre, ich bräuchte eine Spende, dann wäre ich natürlich unfassbar dankbar, wenn sich jemand irgendwie angemeldet hätte und dann würde es sogar passen. Jetzt ist es aber auch so, das gilt genauso wie fürs Blutspenden und fürs Organspenden, das macht halt trotzdem irgendwie nicht jeder oder viel zu wenige. Was gibt's denn da für Risiken? Auf was muss ich denn vorbereitet sein? Oder tut es überhaupt weh? Ich weiß ja nicht wirklich, wie das abläuft. Ich habe ja auch eben schon erwähnt, dass man sich vor der Spende ein Medikament verabreichen darf mit einem Wachstumsfaktor. Und dieser Wachstumsfaktor hat als Nebenwirkung unter anderem eine Schlappheit, Abgeschlagenheit oder Müdigkeit, Gliederschmerzen und grippeähnliche Symptome. In manchen Fällen auch Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Also für die 5 Tage, wo du es dann quasi... Für diese 5 Tage. Ja, okay. Und wenn man dieses Medikament absetzt, dann hat man einen Tag später im Grunde schon keine Symptome mehr. Das heißt, diesen Zeitraum von 5 Tagen, den muss man ertragen. In meinem Fall hatte ich kaum Symptome. Ich hatte leichte Gliederschmerzen und war ein bisschen müder als sonst. Aber die eher unangenehmeren Symptome, die sind mir erspart geblieben. Ein bisschen Gliederschmerzen. Puh. Dann überwiegt auf jeden Fall ja, das Ziel, ein Menschenleben zu retten. Und deswegen stand auch zu keinem Zeitpunkt für mich in Frage, ob ich jetzt spenden will oder nicht, nur weil ich für 5 Tage leichte Beschwerden haben könnte. Mhm. Deswegen war ein sehr gutes Tauschgeschäft, wenn man das mal so gegenüberstellt. Keine Frage. Wie lange dauert diese ganze Blutentnahme? Also das muss ja ein bisschen länger, glaube ich, gehen als so eine einfache Blutspende, oder? Definitiv. Eine Blutspende ist ja, wenn das Blut gut fließt, so in 5 Minuten schon vorbei. Und eine Stammzellspende, die dauert in der Regel 3 bis 5 Stunden. Bei mir ging es sehr gut. Ich hatte viel getrunken an dem Morgen und war schon in knapp unter 3 Stunden durch. Wo vielleicht auch dieses kleine Accessoire geholfen hat, was ich heute mal mitgebracht habe. Vom Blutspenden kennt man das, dass man teilweise so seine Faust ein bisschen zusammenballen und wieder entspannen soll, um den Blutfluss anzuregen. Da habe ich so ein schönes Herz gekriegt, was ich zwischendurch immer massieren durfte. 3 Stunden lang hatte ich ein bisschen Muskelkater an den Händen danach. Sehr schön. Kriegt man da noch irgendwas? Also ich glaube, beim Blut kriegt man immer ein Mettbrötchen oder so. Hast du noch irgendwas bekommen? Mettbrötchen, Apfel, in manchen Kliniken auch Geld. Bei der DKMS bekommt man, das ist auch ganz wichtig, erstmal keinen finanziellen Nachteil von dieser Spende. Man muss weder für die Registrierung Geld bezahlen, noch muss man den Aufenthalt in der Entnahmeklinik oder in der Stadt der Entnahmeklinik zahlen, sondern man bekommt wirklich den gesamten Prozess von der DKMS bezahlt. Und das beinhaltet dann auch in meinem Fall ein 4-Sterne-Hotel mit Sauna und Poolanlage. Ich wollte gerade sagen, also wenn du Glück hast, dann wird die Entnahme in einem Freizeitpark veranstaltet, sodass man das dann irgendwie verbinden könnte. Ja, so ungefähr. Also ich bin dafür nach Köln gefahren und habe dort gespendet und durfte, wie gesagt, in einem sehr schönen Hotel mit allem drum und dran übernachten für lau. Das ist ein schöner Nebeneffekt von der Spende und sollte auf keinen Fall der Grund sein, warum man sich registriert. Aber man muss auf jeden Fall keine Sorgen haben, dass man in irgendeiner Form dafür zahlen muss, um ein Menschenleben zu retten. Und was man nach der Spende bekommt, ist so ein kleiner Präsentkorb von der DKMS mit ein paar Leckereien. Okay, ich wollte erstmal fragen, bevor wir dazu gehen, weil das ja relativ unmittelbar danach ist, hast du irgendwie was gemerkt oder hat man da irgendwie noch Nachwirkungen oder so? Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Verfahren irgendwie nochmal sich unterschiedlich auf den Körper auswirken. Wie war das bei dir? Dadurch, dass ich meinen Arm 3 Stunden in einer Position hatte, war der danach eingeschlafen und war wirklich so ein Brett. Ah. Konnte ich erst mal so für 10 Minuten gar nicht mehr bewegen. Aber dann ging es auch wieder. Hast du dann irgendwie gemerkt, okay, die nächsten beiden Tage brauchte ich erstmal Urlaub und musste dann erstmal irgendwie ruhig machen?
Ja, ich bin einen Tag danach wieder nach Hause gefahren. Ich komme ursprünglich aus Bremen und hatte da ein ganz wichtiges Tennisspiel und wusste, oh, vielleicht kommt sich das in die Quere und habe wirklich gehofft, dass alles gut geht. Und ja, einen Tag später stand ich auf dem Tennisplatz und habe einen sehr wichtigen Sieg gefeiert. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Und hatte auch keine Probleme mehr. Also, du hast jetzt gespendet und so wie du Infos bekommen hast, hat das wohl auch halbwegs funktioniert, weil du wurdest nicht nochmal angefragt zumindest. Das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Nee, ich habe knapp 6 Monate nach der Spende, im Februar, Anfang März, die Nachricht von der DKMS bekommen, dass die Spende so gelaufen ist wie geplant. Und ich glaube, das war die emotionalste E-Mail, die ich je bekommen habe. Wirklich morgens habe ich mein E-Mail-Postfach geöffnet und sah nur DKMS, Informationen über den Gesundheitszustand der Patientin. Und da gehen einem natürlich ganz viele Dinge durch den Kopf, wenn man nur den Betreff sieht. Mhm. Habe ich angefangen zu lesen und hatte den ganzen Tag wirklich so ein Lächeln, habe das gar nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt, weil drin stand, dass die Spende erfolgreich war, dass die Stammzellen ihrer Funktion, nämlich die Bildung eines neuen blutbildenden Systems im Körper der Patientin aufgenommen haben und dass sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. Also du hast wirklich händisch mit deinen beiden Armen ein Menschenleben gerettet? Mit meinen beiden Armen, mit meinem Blut, was wirklich ganz verrückt ist, weil man das Gefühl hat, was habe ich jetzt eigentlich dafür getan, außer so Blut zu geben? Und wie können meine Stammzellen jetzt einem anderen Menschen das Leben retten? Das ist ganz faszinierend und hat mich auch ein bisschen schockiert, dass das so einfach geht, aber dass es trotzdem so schwierig ist, jemanden zu finden, der überhaupt passt. Mhm. Nicht jede Spende führt tatsächlich dazu, dass die Person überlebt, aber die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt von anfänglich 0%, das muss man sich vorstellen, wirklich 0% Überlebenswahrscheinlichkeit, auf immerhin 60%. Eigentlich ist ja alles geiler als 0, so von daher, alles man nimmt alles, was man 0, kriegen kann. Definitiv. Ne? Und wenn man weiß, man kann allein schon Hoffnung schenken und vielleicht auch nur ein bisschen Zeit mit dieser Spende. Vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, die Familie noch zusammen erleben kann, um so ein paar letzte Erinnerungen gemeinsam zu haben. Dann ist das was ganz Großartiges. Ich glaube, und Hoffnung auch. Also wenn du ja überhaupt in der Position bist und dir denkst, scheiße, die Quote ist gar nicht so hoch, dass ich jemanden finde. Dass man dann jemanden findet, ist ja dann auch irgendwie, glaube ich, vielleicht auch nochmal förderlich für die Heilung eventuell. Hast du denn vor, Kontakt aufzunehmen, wenn das möglich wird? Hast du dich da schon irgendwie entschieden? Ja, habe ich. Also grundsätzlich möchte ich unbedingt oder sehr gerne Kontakt mit meiner Patientin aufnehmen. Aber grundsätzlich können beide Seiten Kontakt aufnehmen. Und wenn das bei mir passiert, dann würde ich mich riesig freuen und vielleicht auch nach den 2 Jahren die Person persönlich kennenzulernen. Kann es denn sein, zum Abschluss nochmal, wenn du sagst, 2 Jahre muss man warten, wenn man die Person kontaktieren möchte, und Blutkrebs unberechenbar ist, kann es dann sein, dass die Person das nach 5 Jahren dann irgendwie nochmal bekommt und die dann sagen nochmal, ey, wir brauchen hier nochmal was? Definitiv. Man gilt auch erst 5 Jahre nach dieser Spende als wirklich geheilt oder genesen vom Blutkrebs. Und in der Zwischenzeit kann immer der Blutkrebs sich nochmal zurückmelden. Und ja, dann würde ich eben noch ein 2. Mal spenden, wenn ich nochmal angefragt würde. Ja, sehr cool. Also vielen Dank, dass du es überhaupt gemacht hast. Ich glaube, im Namen von dieser Person vielleicht auch und ganz vielen. Also schöner ist natürlich, wenn man es nie im Leben brauchen wird, aber dafür umso ehrenhafter, dass es sehr viele Leute gibt, die das machen. Jetzt stehe ich natürlich unter enormem Druck, dass ich mich auch anmelden muss. Aber also ich finde es eine sehr gute Sache. Ich finde auch gut, dass man zu jedem Zeitpunkt irgendwie theoretisch Nein sagen kann, wenn man merkt, so, okay, ich persönlich komme gerade irgendwie so nicht damit klar. Vielen Dank dafür, dass du mir das erzählt hast. Ich werde einiges mitnehmen. Ich werde dann nochmal eine Nacht drüber schlafen, mir nochmal einiges durchlesen, aber ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich mich dann zeitnah anmelden werde. Finde ich super und weil ich dir noch gar nicht erzählt habe, wie so eine Registrierung läuft und weil ich merke, dass du ganz kurz davor bist, zeige ich dir jetzt, glaube ich, erstmal, wie man sich überhaupt registriert, denn das ist einfacher, als man glaubt. Kannst gerne einmal mitkommen. Sehr gerne, ich folge dir einfach mal. Ich habe ja schon von den ominösen Wattestäbchen gesprochen, die man sich irgendwie in den Mund stecken darf. Und schau mal, ganz tief rein musst du damit man ganz viel Gewebe, nein Quatsch, ich glaube, so ein Wattestäbchen ist es tatsächlich, aber natürlich deutlich kleiner, auch wenn ich das hier wirklich schön finde. Gott sei Dank, keine Kiefersperre. Aber es ist tatsächlich nicht nur eines, es sind tatsächlich 3 Wattestäbchen. Okay. Und mit diesen Wattestäbchen darfst du einen Wangenschleimhautabstrich machen. Man soll damit nicht den Speichel im Mund irgendwie sammeln, sondern wirklich das Wangengewebe, denn da sind am Ende die genetischen Merkmale zu finden, die im Labor analysiert werden können. 3 Stück sind es insgesamt. Mhm. Und mit denen darfst du dir jeweils für ungefähr 1 Minute durch den Mund fahren. Und zwar einmal auf der linken Seite, linke Wange, einmal die rechte Seite und einmal eigentlich überall.
Und dann lässt du die noch kurz trocknen, steckst die anschließend in den Umschlag rein und dann ab geht die Post ins Labor. Dann können die genetischen Merkmale typisiert, analysiert werden und dann wirst du schon zeitnah von der DKMS darüber in Kenntnis gesetzt, dass du jetzt auch als Spender registriert bist. Das heißt ganz einfach von zu Hause, ohne irgendwie irgendwas. 5 Minuten brauchst du dafür, kannst es zu Hause machen, kannst es eigentlich überall machen und dann bist du auch als potenzieller Lebensretter bei der DKMS registriert. Sehr einfach tatsächlich. Total einfach, wie gesagt, es kostet nichts, wenig Zeitaufwand, ist ganz einfach. Und, die zahlen bestimmt auch das Porto, ne? Die zahlen sogar das Porto, du musst kein Geld dafür bezahlen. Man muss dann noch ein kleines Formular ausfüllen, wo du einmal ein paar Kontaktdaten lassen darfst oder geben darfst. Denn irgendwie musst du ja auch kontaktiert werden, falls du als Spender in Frage kommst. Wäre sehr bedauerlich, wenn du zwar deine Proben einsendest, aber die nicht wissen, zu wem die gehören. Deswegen unbedingt noch das Kontaktformular, die Einverständniserklärung ausfüllen und dann steht der Spende oder der Registrierung nichts mehr im Wege. Sehr cool, ja. Ja. Ich habe mich schon registriert und durfte sogar schon spenden und das könnt ihr auch. Registriert euch noch heute über den Link unten und werdet vielleicht auch schon bald zum Lebensretter oder zur Lebensretterin. Vielen Dank auch euch fürs Zusehen. Mund auf! Der Talk übers Leben und Überleben. Yeah.